Ja, hallo und herzlich willkommen auch hier wieder an diesem wunderschönen Sonntag. Ja, kommt drauf an. Ich bin mal gespannt, wie der Sonntag so ist. Ich weiß es ja noch nicht. Es ist jetzt ja Samstagabend. Und laut Wetterbericht, den ich mir gerade eben angeguckt habe, soll es bei uns hier in der Ecke am Sonntag ganz schön heftig schneien bei maximal 1 Grad. Und auch nächste Woche soll es nicht wärmer als so 3, 4 Grad werden und halt auch mehrfach schneien und so weiter. Also von daher bin ich mal gespannt. Jetzt hat auch endlich die Texturen fertig geladen. Also das dauert teilweise Ewigkeiten, ne, mit den Texturen. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach festgestellt. So, wir wollten gucken, ob wir denn ach, das geht nicht, wenn mir Stein fehlt. Warte mal. Ja, noch hier Stein. Übrigens, wenn man durch diese, sag mal, Support-Drops, die man da kriegt, ja, diese Nachschublieferung, diese Blaupausen findet, kann ich nur empfehlen, hebt euch die Punkte auf, investiert keine Ingram-Points, da rechts sieht man es ja, in diese Sachen, sondern hebt die Blaupausen auf, packt sie in eine Kiste extra und fertig. Dann könnt ihr ein bisschen mehr basteln, als ja nur die paar Sachen. Von daher, ne, nur so als kleinen Tipp. Ich bin sowieso momentan ein bisschen gespannt, denn ich habe mit meinem Charakter, meinem eigenen, der kackt hier gerade fleißig. Okay, du hast gekackt, okay. Oh, da hinten kommt ein Grün. Das ist erst ab Stufe 20, bin ich der Meinung. Übrigens ist das wirklich gar nicht so weit weg. Ich bin nämlich praktisch auf der rechten Seite, ungefähr bei 70, 80, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ne? In dem Rahmen bin ich, so ist meine Siedlung und ich bin jetzt von da rechts nach hier links rüber gefahren, mit einem Boot. Und das ist, obwohl meine Karte ein bisschen anders aussieht, muss ich sagen. Ist die Welt jedes Mal anders? Ich bin mir da gar nicht so sicher, ich habe keine Ahnung, ob das hier mal eine zufällig generierte Welt ist. Wäre natürlich cool, aber glaube ich nicht. So, mal gucken. Okay. Ja, wo fangen wir an? Wir sagen hier, oder? Jo, das sieht ganz gut aus. Okay, wir könnten praktisch hier weitermachen. Ah, dann würde man hier so drauf rumlaufen. Habe ich noch genug, um weiterzumachen? Also, es wäre jetzt nicht ganz so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe, aber man würde zumindest schneller rüberkommen. Man bräuchte sich keine Angst machen, ob denn da irgendwas Garstiges ist. Was brauche ich denn dafür? Fieber und Sage. Dann sammeln wir das doch mal, nachdem wir erstmal ein paar Sachen abgelegt haben, würde ich sagen. Ach, da bin ich aus Bett. Die Tür zu machen. Irgendwie haben wir ein bisschen viel dabei, glaube ich. Ja, das hier kann zum Beispiel weg. Die auch. Die beiden Speere können wir hier auch erstmal hinpacken. Das kann auch weg. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir schon Gewicht 56. Ja, ganz schön. Naja, gut, man darf das nicht vergessen. Die hier wiegen auch ganz schön viel, ne? 30. Da können wir die Hälfte mal von wegpacken. Genau. Ich denke, dann sind wir ganz gut dabei. Jo, das sieht gut aus. Mann, oh Mann. Ja, das ist doch echt nicht schlecht. So, wir merken Sedge und Fieber. Das heißt hier ein bisschen, ne? Ja. Weil ich habe es nämlich geschafft. Ich habe jetzt, ich kann ja ein bisschen spoilern. Man kann Boote bauen. Beziehungsweise ein Boot. Ich weiß nicht, ob es später noch mehr gibt. Ich habe jetzt so einen ganz, ganz einfachen Bootstyp. Ich hatte da ja auch gestern, als ich mit meinem Kakt unterwegs war, so ein Bild getweetet, wo ich unterwegs bin. Und da sieht man so einen großen, ich weiß gar nicht, wie der Hai genau heißt hier, dieser Megalodon oder keine Ahnung, irgendwie so. Wie so ein riesiger Dinosaurier-Hai, der echt mega riesig war. Da so kopfüber in so einem Felsen am Strand, praktisch, ich weiß gar nicht, wo haben wir sowas, da hinten. So wie diese Felsen hier vorne, die aus dem Wasser ragen, ne? Praktisch senkrecht da drauf stand
Mit dem Kopf hat man allerdings nicht gesehen, weil er im Stein drin steckte. Steckte halt dieser Dinosaurier-Hai und zappelte da so rum. Also ich habe mich nicht getraut auszusteigen aus meinem Boot, da kurz rüber zu gehen und den zu fahren, weil ich mir dachte so, nachher befreist du ihn dadurch und dann macht er dich platt. Übrigens gruseliger war es, weil hier zum Beispiel danach, nach diesem Ding hier, wird es mega, mega tief. Manchmal hat man Glück und man kann zum Beispiel so einen anderen Dinosaurier sehen in der Ferne, aber sieht, wie tief es wird, ne? Also, Angst. Ich habe sowieso Angst vor Gewässern, muss ich sagen. Also so diese Vorstellung, dass da irgendwie was schwimmt und dann an meinem Bein lang oder so, da habe ich, weiß nicht, da habe ich so einen Grusel vor, keine Ahnung. Das ist, bin ich nicht so der Freund von. Das heißt, zum See schwimmen gehen oder sowas fand ich noch nie pralle. Zwar früher auch gemacht mit Freunden, aber alter Schwede, frag nicht nach Sonnenschein, ey. Da bin ich dann eher für sowas wie Freizeitbäder und so, ne? Das finde ich persönlich angenehmer. Oh, Kacke, was ist das denn? Das ist so ein fieser Kackdino, ey. Den mag ich nicht. Dann sammle ich hier noch ein bisschen was. Dann hole ich mir später Satch. Wenn denn das vorbei ist. Wie gesagt, Fieber können wir eh genug gebrauchen. Wir leveln noch bald auf, sehe ich. Oh, Narkobären. Wir müssen echt gucken, wie wir das machen mit dem Zähmen, weil wir haben jetzt schon die Möglichkeit, oder haben wir schon einen Sattel. Und haben auch eine Blueprint dafür. Das heißt, ich würde mir gerne einen Sattel bauen. Mann, ey, wie viel es hier gibt. Sehr geil. So, dann mal ab in die heimische Bude. Kurz Licht machen, ich sehe nämlich nichts. Ist echt schade, dass man es nicht benutzen kann, um zum Beispiel die Nacht zu überspringen. Aber die Nacht geht, glaube ich, schon relativ schnell vorbei. Gut, dass wir das hier gelassen haben, ne? Dann hat man so ein bisschen so einen Einblick. Und dadurch, dass wir diesen separierten Bereich da hinten haben, hat man auf jeden Fall einen, der sicher ist. Dann hat man hier zumindest aber wirklich die Möglichkeit, mal rumzugucken. Das finde ich persönlich auch ganz angenehm. So, ich mach jetzt mal die Fackel an. Ich würde das gerne. Achso, legt die Fackel weg, na egal. Die Sachen hier einsortieren. Hatte das jetzt. No. Genau so. Weg damit. Oh, Zitronensamen haben wir schon mal. Ja. Wir haben echt relativ viele Früchte, ne, wenn ich das hier gerade sehe. Sollte man vielleicht überlegen. Warte mal, wie war das? Mhm. Das sind so Hinweise, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die Frucht mal mit und packen uns die mal zusätzlich damit hin. Okay. Weil dann können wir nämlich praktisch immer da von diesen Früchten naschen. Gut, klar, wir haben jetzt noch Fleisch. Na, ist auch egal. So. Hatte ich den schon alles wegsortiert? Ne, weißt du was, das hier können wir schon mal mit reinsortieren. Ach ja, hier habe ich ja noch. Poo-Poo. Okay. Entschuldigung, aber es musste manchmal sein. So. Na, ja, war schon ein bisschen was, ne? Aber hier, nee, hier haben wir sowas nicht mit drin, ne? Das müsste alles hier sein. Ich teile das mal, dass ich hier ein bisschen Holz schon mal ansammle, denn das ist auch so zu übel, wie viel wir da brauchen. Ja, Steine haben wir schon mal ein paar, ist auch ganz gut. Und wie sieht's aus? Wird schon wieder. Achso, wir können ja gucken, uhrzeittechnisch. Das ist gleich um 3, das heißt, müsste es gleich wieder hell werden. Hier, yeah, mir ist kalt. Dann stellen wir uns hier hin. Ja, hier haben wir das Haussymbol, sehr schön. Tü-düm, tü-düm, tü-düm.
hätten auch ganz, wir hätten uns vielleicht einen aufheben sollen, wenn wir woanders hin. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel das Problem, ich habe mir keinen Schlafsack oder sowas mitgenommen oder kein Bett, weil ich habe zum Beispiel auch zwei Betten, weil ich die gefunden habe durch diese Nachschublieferung. Und da, wo ich jetzt gerade bin, habe ich eine kleine zweite Hütte aufgebaut, einfach nur damit ich halt safe bin und einen Anlegeplatz für mein Boot habe. Ja, und da habe ich jetzt so das Problem, dass ich halt kein Bett dort habe, weil das würde es mir natürlich einfacher machen, weil dann könnte ich hin und her reisen, ne? Fast Travel und so, sicher hin und her. Aber na gut, ich habe das Boot da und das muss sich ja natürlich auch gelohnt haben, dass ich das Boot gebaut habe. Immerhin ist es echt ressourcenfressend. Ich glaube, was war es? 250 Holzblöcke, irgendwie 75 Fell und auch irgendwas war es noch. Fieber oder Sedge? Ich weiß gar nicht. Ist auf jeden Fall unheimlich viel von einem. Naja, eine ganze Weile geackert, damit ich das bekomme. Alles sicher? Sieht sicher aus. Der verschwindet jetzt. Na gut. Dann holen wir mal Sedge, würde ich sagen. Oh. Ach, Gott sei Dank hier nicht. Sehr schön, Öl haben wir auch bekommen. Ist auch sowas, was ich bisher noch gar nicht brauchte. So, Öl. So. Sedge mitnehmen. Gucken. Oh, schöner Lichteffekt. Man sieht bloß um diese Zeit nicht, wenn hier so ein ganz kleinerer Dino in diesen Bogen gefangen ist, weil das ist zum Beispiel ein Riesenproblem. Was immer noch auftaucht, dass die Dinos in diesem Ganzen dann gefangen sind. Da kommt ein weißer Nachschublieferungs-Dings-Bums runter, wie auch immer es sich nennt. Das kann man uns krallen. Ist echt schön, dass es hier im Weg ist. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir diese Brücke bauen, damit wir schnell von A nach B kommen. So. Und außerdem gibt es Erfahrungspunkte, ne? Ja. Eins nur? Was brauche ich noch? Sedge nochmal. Weißt du, was da nur so ein bisschen fehlt, hole ich mir noch ein bisschen Sedge. Halt, zu gucken kann. Ich bräuchte zwei am besten gleich. Fieber brauche ich. Also, nee, Holz. Holz und Sedge. Na gut, okay. Das eine ist ja mit dem anderen verbunden. Auch wenn man immer nicht so viel bekommt, wenn man sich auf das eine konzentriert. Ich sehe schon, wir haben unsere Insel bald abgerodet hier, wenn das so weitergeht. Müssen aufpassen, ey. So, erstmal schön Sedge, weil das brauchen wir am meisten. Das ist mal am ehesten bekommen, oder? So. Der Baum ist aber zu schwer, um daraus Sedge zu machen. Wie viel Holz ich daraus bekommen, ist sehr geil. Ich denke, das müsste reichen. Gucken wir mal. Ist es schon am Runterfahren? Ich sehe es noch nicht, ne? Oder seht ihr das? Achso, man kann stehen bleiben. Ja, zweimal. Sehr schön. Mal gucken. 257. Wie viel kriegen wir jetzt? Naja, ein bisschen mehr als ein Punkt. 1,2 gibt es dazu. Naja, fehlen uns hier nur noch 10 insgesamt. Wir könnten natürlich irgendwelche Wände basteln, aber naja. Oh, da ist es. Ach, siehst du. Dann können wir doch gleich mal rüberlatschen sogar. Ach, sehr schön. Je nachdem, wie weit das denn geht hier. Weil es wird ja auch schon ein bisschen tiefer mit der Zeit. Das ist schon kacke.
Naja, halbwegs. So, dann rennen wir da mal schnell hin, würde ich sagen. Am besten die Axt nehmen. Die hilft uns ja am besten, ne? Mhm. Übrigens voll krass. Ich hab, ich weiß gar nicht mehr, war es ein Stein oder ein Baum? Also eins von beiden hatte ich gerade so weggehackstückelt. Und ich passe immer auf, dass kein Dino dann in der Nähe ist. Ja, auf jeden Fall kam dann aber dieser Brontosaurus an. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, muss wohl der Schwanz irgendwie in der Nähe gewesen sein. Und ich habe den wohl aus Versehen getroffen. Und der hat mich dann gejagt und durch die Gegend gepeitscht. Ich bin dann weggerannt. Aber der hat mich ein einziges Mal erwischt. Zum Glück war ich nicht tot, aber nah dran. Und ich bin so geflogen. Das war der Hammer. Ich glaube, ich habe ihn überlebt, weil ich halt ins Wasser geflogen bin. Oh, sehr schön. Ressourcen. Los, mag ich. Kann ich jetzt durch? Bitte nicht reintreten. Bitte nicht, bitte nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich glaube nicht. Aber trotzdem darf man immer ein bisschen Bedenken haben. So, also das mit der Brücke haben wir schon mal gesehen. Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Man kann es teilweise machen, aber so richtig was bringen tut es eigentlich auch nicht. Dann. Ja, viel. Mal kurz aufladen. Weil dieser Saurier davon ist, dieser Giftspuk-Saurier, den man aus Jurassic Park kennt, der ihm das Zeug so ins Gesicht rotzt. Die sind echt nicht nett. Lass mich bloß in Ruhe, ey. Dich kann ich nicht ab. Sogar wirklich noch verfolgt, dieses Mistviech, ey. Hammerhart, ey. Ja, die sind echt richtig, richtig übel. Ich kann die sowas von nicht ab. Aber naja. Letztendlich kriegt man da auch Fell und halt andere Sachen durch. Fleisch zum Beispiel. Ah, komm, mal hier das rein. So, müsste ja reichen. Feuern. So, sehen wir, ob wir jetzt auch ein bisschen Fell bekommen. Sehr gut. Achso, wie doch, stimmt, diese Silikatperlen, die kann ich reinpacken. Achso, und Fell habe ich auch hier. Nicht schlecht, das lohnt sich schon. Können wir bald eine neue Kiste aufmachen. So, Holz und Stein haben wir auch wieder. Kann ich meinen Vorrat ein bisschen aufstocken. So, genau. Ach, brauche ich Stein hierfür. Wollen wir wieder alles reparieren, ne? So. Und da wäre ich nervt. Ja, natürlich auch ganz schön viel von. Das kann ich so eigentlich nicht lassen. Aber das ist zu riskant. Was habe ich denn hier dabei, was ich nicht brauche? Was das? Das bringen wir draußen an. Das, ich brauche den Platz hier für wichtige Sachen. Genau, und jetzt habe ich Sage hier schon drin? Nee. Hm, Mist. Ich habe zu wenig Platz. Ich glaube, ich muss eine neue Kiste machen. Kann ich denn schon eine Kiste basteln? Ja, hier. Was haben wir denn da? Holz brauche ich. Okay, das kriegen wir hin. Holz habe ich. Weil dann machen wir das nämlich gleich mal anders. So, ich denke, da müssen wir vielleicht sogar aufleveln. Mal gucken. Oh ja, da muss Level ab. So, dann packe ich mal hier Steine. Und das. Mal gucken, ob ich dann überhaupt laufen kann. Das ist praktisch alles, was ich so an Ressourcen sammle. Ja, also hier Holz, Stein, Sage, Fieber, Wut. Das. Ach, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Na, tolle Wurst. So.
nicht sein. Warte mal, wir packen mal kurz die Steine beiseite. Die sind am schwersten. Da kann ich mich zumindest bewegen. So, dann packe ich nämlich das hier rein. Nichitin nicht. Nichitin, komm. Zurück. Aber hier, Fieber, ne? Hatten wir gesagt. So. Dann Holz. Mhm, das auch. Und die restlichen Steine. Denn, achso, warte mal, das kann ich hier rein, das Chitin. Genau. So, vielleicht sollte ich wieder mal das Chitin und das Fell dann doch da rein tun, weil das braucht man. Und das andere sind ja nur irgendwelche Gegenstände. Weil das sind ja Sachen, die ich sammle. Ist ja auch so, ne? Passt ja. Sammle ich ja auch von den Tieren ein. Dann habe ich nämlich hier meine Ressourcenkiste. Wenn ich dann irgendwas basteln will, brauche ich nur hier in diese eine einzige Kiste reingehen. Schieb das kurz rüber und kann aus dem Menü heraus das basteln. So, jetzt wollen wir mal das Level ab. Das wäre vielleicht bitter nötig. Gucken, das wäre ganz wichtig. Wir tragen immer ziemlich viel mit uns rum, ne? Na komm, hauen wir da mal was drauf. So, was kann man jetzt Schönes basteln? Was wäre denn ganz wichtig? Das ist auch zum Beispiel, warum soll ich eine Bluttransfusion machen? Also, naja. Das ist natürlich ganz gut, dieser Beutel. Also wir haben jetzt einen, na gut, da muss ich ihn vielleicht nicht unbedingt herstellen. Hier kann man noch andere Dächer machen, die so ein bisschen höher sind, ne? Was haben wir hier? Ach, jetzt fängt das mit Holzsachen an. Ich weiß nicht, ob ich da schon Punkte draufsetzen möchte. Es gibt ja noch viele andere coole Sachen. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal so lange wie möglich hier bei dieser Hütte. Das ist eigentlich, glaube ich, das Beste. Hier haben wir ein Bett. Ach, da muss ich den Schlafsack für lernen. Okay. Und dann kann ich das Bett, aber das eine funktioniert nicht mit dem anderen. Ungut. Also das ist total, das kann ich nicht empfehlen. Ich hab so ein Ding, das ist mega, mega ätzend, aber was wir brauchen, ist auf jeden Fall der Mörser. Der kommt uns noch zugute, den werden wir da definitiv noch benötigen im Laufe der Zeit. Achso, was ist das? Paintbrush. Machen wir, das habe ich noch nie probiert, ehrlich gesagt. Ja, das kenne ich. Also diese Narkobieren, wenn man die futtert, dann wird man, also kriegt man relativ gut seinen Hunger weg, aber man schläft halt immer, deshalb immer nur im geschlossenen Raum benutzen. So, einen Punkt haben wir übrig, das passiert mir irgendwie ziemlich oft, warum auch immer. So, mal gucken. Den Mörser, da brauche ich Steine und Fell für. Der ist für so vieles gut, kann ich echt nur empfehlen. So. Bringt er jetzt auch Erfahrungspunkte? Achso. Mach noch mehr Steine. Was siehst du? Ich habe gesehen, den Pinsel können wir auch schon. Das heißt, dann werde ich auch den Pinsel mal craften. So. Hat schon echt einiges gegeben, ne? Wenn wir jetzt nur Mörser craften würden, würde es sogar relativ schnell gehen. Ich crafte nochmal einen, dann haben wir nämlich 300 voll. Pass mal auf, da, rechts, gleich, mit, so. Ja, fast nicht ganz, also ein bisschen was fehlt noch, ich weiß. So, wollen wir denn noch Wände und sowas basteln? Wie viel kann ich denn? Eine. So, ich würde das Fieber mit rübernehmen. Na egal, komm. So, halt einen will ich ja mitnehmen. Wobei das ja auch ein Utensil ist, das heißt, einer geht, bleibt hier, der andere wird dann gleich benutzt. Okay. Schauen wir mal. Den packen wir am besten hier hinten in unseren Raum, weil das ist unser Safehouse hier hinten. Das heißt, den packen wir den mal hier so hin. Genau, so. Hier können wir bisher noch nichts machen.
weil wir haben die ganzen Sachen noch nicht erforscht, die wir machen können. Aber keine Panik. Das kommt noch. So. Ich erstmal kurz was. Ah, okay. Das ist ja cool. Ich habe das noch nie benutzt. Warte mal. Wir können ja Farbe herstellen. Kann ich hieraus auch Farbe herstellen? Red Dye. Ich hätte gerne mein Haus in Blau. So. Grafikfehler. Wie kann ich jetzt Farbe herstellen? Ja, gute Frage, ne? Wie kann man Farbe herstellen? Also, ich guck mal ganz kurz, aber ich bin der Meinung, dass es hier nicht extra den Punkt Farbe gab. Nee. Weil man kann relativ früh ja schon diesen Pinsel lernen, aber warum sollte man denn dann nicht die Möglichkeit haben, Farben herzustellen? Weil hier kommen später zwar auch einige Sachen, aber nichts, was mit Farbe zu tun hat. Achso, doch, da ist der Stand. Tja, also kann man Farbe wohl erst später herstellen. Okay. Ja, immerhin haben wir jetzt schon mal einen Pinsel. Auch schon mal was. Gut, das kann auch erstmal hier bleiben. Können wir uns das mal wieder wegpacken. Genau, Fell wegpacken und so weiter. Hast du die Steine? Ja, lass uns mal so. Jetzt bin ich am Grübeln. Ich denke, das sollte erstmal passen. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen weiter vorankommen. Vielleicht mal ein bisschen rumschauen, was hier so in der Nähe sich rumtreibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag mit oder ohne Schnee, je nachdem. Könnt ihr mal schreiben, ob es bei euch Schnee gab oder nicht. Können wir uns ja mal austauschen so ein bisschen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr.